Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ich habe in die Lösung geguckt und ja, Adventure Net Spieler hat wirklich eine Lösung dazu. Auch weiterhin mit Errungenschaften. Und ich habe ein paar Errungenschaften gesehen und dachte mir, hä, das hast du doch gemacht. Wie zum Beispiel mit Oscar die Rollen getauscht und solche. Also solche Sachen, die so, ja, von der Story her kommen. Aber ich habe die Errungenschaft dafür nicht gekriegt. Keine Ahnung, warum. Jedenfalls gibt es wohl noch hier doch noch irgendwie einen Weg. Oh, Tatsache. Irgendwas mit Gitter, wo man durch kann. Ist es das da? Nee. Aber in der Ferne irgendwo ein Gitter und ich soll aber einen Pfad einbiegen, der zwischen den Tannen ist. Den da? Nee. Vielleicht den? Ach, den hier wahrscheinlich. Ja, mehr habe ich auch nicht gelesen. Komme ich da? Ja, Gott sei Dank, ich komme da rein. Ich dachte jetzt, oh mein Gott, dadurch, dass ich ja nicht weiter gelesen habe, nicht, dass das ein verschlossenes Tor ist. Jetzt bin ich mal gespannt. So, speichert hier schon mal, das ist schön. Wo bin ich hier? Das... Was ist das? Tribüne. Ach, das ist ein Schwimmbad. Ach, jetzt erkenne ich es, ja. Ja, ja, ein Schwimmbad. Oh Mann. Ich dachte mir gerade, wer bin das hier? Ach du meine Güte, geht das hoch. Ach, da kann ich sogar runter. Ins Schwimmbad rein. Nein, nein, mach das doch nicht. Hoch, Mädel. Das war ein Versehen, dass ich drauf geklickt habe. Naja, wenn wir schon mal hier unten sind, ne? Kann ich hier irgendwie was... Oh, warte mal. Das sieht sehr interessant und wichtig aus. Wer würde so etwas am Boden eines Schwimmbeckens ablegen? Naja, Boden. Aber ich kann nichts dran machen. Hätte ich gedacht. Das sieht nämlich aus wie diese... Also das sieht schon mal zum einen sehr wichtig aus. Aber das hat mich... Die Farben sind genau dieselben wie auf der Linse. Ich wette, das ist der Weg zu dem Tempel. Mir jedenfalls sehr gut vorstellen, dass das der Weg zum Tempel ist. Weil sonst könnte man hier nicht runter und sonst gäbe es dieses komische Wandbild nicht. Oh, ich muss mal anders hinsetzen. Während sie hochklettert, kann ich das ja mal machen. Ein bisschen rumquietschen. Quietsch, 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 quietsch. Oh, ich brauche mal einen neuen Schreibtischstuhl. Der hat aber sehr lange gehalten. Dafür, dass das ein Ikea-Stuhl ist, hat der echt sehr lange gehalten. Na gut, wenn nicht eine Schraube unten rausgefallen würde und mal der wie nennt man das denn? Stuhl ab. Lehne. Stuhllehne, wieder festgeschraubt werden würde und so. Vielleicht ein bisschen Öl, damit es nicht mehr quietscht. Dann ist er auch wieder in Ordnung. Außer natürlich, dass der Sitz sich. Ja, jetzt erkennt man, dass das ein Schwimmbad ist. Oh, das sind Leute, die man, mit denen man reden. Ach, Ayahuasca ist hier. Ach, hier ist Madame. Na, dann bin ich hier definitiv richtig, ne? Dass hier das Dings ist. Und warum kann ich hier hoch? Ach, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Da haben wir drei Einkerbungen. Ein bisschen seltsam, oder? Jetzt ist nur die Frage, welche benutzt man wo, ne? Mal gucken. Das ist nicht richtig. Okay. Dann in die Mitte. Eigentlich wollte ich ja auch in die Mitte machen. Dachten wir aber Nummer 1. Machst du das vorne hin? Okay. Die nächste. Und die nächste. Beziehungsweise die letzte. Sie hat es geschafft! Spiegel öffnen, Tempel! So scheint es, ja. Aber ich brauche Hilfe beim Einstellen. You call helfen! Frau Kate Walker anleiten!
Oha. Ach du meine Güte. Wie mache ich das jetzt mit dem Anleiten? Uiuiuiuiui. Ach du meine Güte. Oh je, Mini. Ah, da kann ich das richtig sehen. Besser wäre da in die Richtung, ne? Oder? Kann ich das hier so? Oh nee. Nee, das geht nicht. Kann ich es hier? Dahin machen kann ich es auf jeden Fall. Okay. Also ich glaube, der blaue ist so relativ sicher. Keine Ahnung. Richtig meine ich. Aber ich denke mal, die müssen drauf. Auf die Richtung drauf Ding deuten, ne? Frau Ayahuasca, können Sie bitte nachsehen, wo wir sind? Jedenfalls nicht richtig. Wo muss ich denn da hin? Also das Rote ist klar. Eigentlich müsste das Grüne dann hier hin und die Blauen dorthin jeweils. Ach du meine Güte. Oh je, Mine. Das da kann ich drehen, ne? Da, perfekt, danke. So, das haben wir schon mal. So, grün. Grün muss ja eigentlich an zwei Stellen. Ist ja komisch, bei den einen kommt man da rein, bei den anderen nicht. Ach, guck mal, das sind sogar zwei. Warte mal, wie mache ich denn das? Mal, wenn ich das so mache, dann müsste das aber woanders hin, aber das geht ja nicht. Ach, Manu. So macht es ja das Rot unterbrechen. Vielleicht, nein. Es ist schwierig, es ist echt schwierig. Muss das vielleicht woanders hin? Nicht schon direkt darauf zeigt, sondern erstmal woanders. Das sind nämlich auch zwei Dinger. Aber trotzdem, geht immer nur eins weg. Egal, was ich mache. Es ist nicht leicht. Es ist definitiv nicht leicht. Und das da? Im Grunde genommen. Ah! Guck mal. Da haben wir schon mal zwei oben. Aber. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch. Wenn ich das wegdrehe, ist das doch in der Mitte auch weg. Ja, das ist dann komplett weg. Dahin kann ich es aber auch machen. Aber es muss auf jeden Fall da oben hinkommen. Auf jeden Fall. Wo war denn das Licht? Weil nur auf die Weise kriegt man das da oben hin. Ach, was ist denn das da mit unten? Das ist dieses Licht da. Ich habe gerade überlegt. Ach, Manu. Ich denke, man muss es in Kreisen ziehen. Also dem ist gar nicht so. Muss es nur hin und her schieben. So. Dann mal hier gucken. Oh Gott, bitte dreh dich um.
ja nicht sein, ne? Warte mal. Zurück. Ich habe da die oben, die beiden. Ich dreh durch. Darf ich durchdrehen? Ach du meine Güte, ist das schwer. Nee, das darf ja nicht. Anscheinend. Das darf auch nicht. Oh Mann, oh Mann. Andere als leicht. Oder einfach. Ja, dann müsste das andere ja auch irgendwie nach dort kommen. Müsste eigentlich der Strahl sein, dass der nach da führt. Aber wie? Mach doch so einen blöden Dings. Ich dreh durch. Ist der jetzt nicht wieder richtig? Auch weil es denn durch ihn durchgeht. So. Das kann ich auch benutzen, um da drauf zu scheinen. Aber das Problem ist, das ist immer nur noch eins. Und anderes kann ich nicht davon ändern. Wenn ich das so mache... Die müssen so bleiben. Das geht nicht anders. Das ist auch, dass da blau draufkommen muss. Das ist auch ganz klar. Also ich kann auch nur zu D. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder geradeaus. Ich glaube, das muss auch so bleiben. Aber mich stört das. Mich stört was und ich kann aber nicht sagen, was es ist. Ja, auch noch. Irgendwie muss das ja auch da drauf kommen, ne? Aber wenn ich das nach da mache. Ah, was ist dann hiermit? Ne, das ist ja das Grüne, genau. Grün muss da nämlich hin.
Grün müsste am besten auf das hier treffen. Dann kann ich das da anpeilen. Aber rein theoretisch könnte ich wahrscheinlich mit dem auch das anpeilen. Da könnte auch Grün hin. Und mit dem... Kann ich sonst nur noch nach da? Oder geradeaus? Sind ja ganz unten gewesen, ne? Warte mal, was ist damit? Ach, Manu. Manu. Ich meine hier. Ja, okay. Jetzt fehlt bloß noch ein grünes und ein blaues. Also diesen außen. Warte, vielleicht kann ich das so machen. So, dann habe ich die blauen fast. Ich möchte auch nicht in die Lösung gucken. Ich werde es auch nicht kürzen. Da, perfekt, danke. So, jetzt nur noch das Grüne. Jetzt ist nur noch das Grüne, das Sorgenkind. Ich muss irgendwie, ich muss auf das da kommen am besten. Ich weiß nur nicht genau, in welche Richtung das dann strahlt. Das so macht, dann ist es ja so. Im Grunde genommen habe ich damit die besten Chancen. Das Problem ist nur, ich kann immer nur eins davon erwischen. Der ist gut so, danke. Oder so. Kate Walker geschafft. Sie kommen zum Tempel mit uns. Oh, ich würde mal sagen, wir haben den Weg zum Tempel gefunden. Ich kann einen Schnitt setzen. Würde ich sagen, mache ich das auch. Dann treffen wir uns dort unten beim Eingang wieder in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, eure Tai.